Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Melli. Happy Birthday to you. Schmier kommt direkt angelaufen. So, du hast gewünscht. Mit Sehr der, gut. ich habe die imaginäre Kerze ausgepustet. Das So, war ein Teelichtruschel. Ben hat sich heute an den Ofen gewagt und Kuchen gebacken, lieberweise. Was? Und noch. Genau, der schmeckt echt lecker, der Kuchen. Klar. Ja, total glücklich. Ich habe mit Liebe gebacken. Aber es ist ja sowieso viel zu viel Kuchen. Das stört überhaupt nicht, wenn wir die untere Schicht abschneiden. Also, zu viel Kuchen gibt es natürlich nicht. Ich esse jetzt für alle meine Freunde ein Stückchen mit. Also ein bisschen mit. Der schmeckt echt lecker, Schatz. Dollarama. Das wäre der Stück im Kopf. Nicht von Dollarama. Superstore. Atlantic Superstore wollen wir einkaufen. Ach, Superstore. Backmischung, beste. Das ist ja gar nicht. Ja, das war's. Tschüss. Und es ist mittlerweile 13 Uhr und wir haben nur den Kuchen von heute Morgen gegessen, den Werner gebacken hat. Und wir haben richtig Hunger. Und jetzt sitzen wir hier bei. Wie heißt der Name hier eigentlich? Fischhack heißt der Name. Fischhack. Genau, und also ganz süße Bedienung auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt Hunger. Wir sitzen ja gerade. Achso, wir sitzen in Lüneburg. Wir sind nach Lüneburg gefahren. Genau, wir haben die letzten Tage haben wir Kajim Kujik verbracht im Nationalpark. Da war es auch richtig heiß. Wir haben ein paar Wanderungen gemacht. Wir haben Schildkröten gesehen. Die können wir hier mal kurz einspielen, weil wir wussten gar nicht, dass die da leben. Aber wir haben drei Schildkröten da tatsächlich gesehen. Eine, die gebrütet hat. Und genau, also wir hatten tolle Tage und sind heute Morgen dann hierher gefahren. Und wir dachten, ein bisschen treiben, ein bisschen essen, weil das ist mein Geburtstagsgeschenk. Essen. Genau, wir essen den ganzen Tag. Melli hat Geburtstag und das wird gefeiert. Genau, es wird gefeiert mit Essen und das tun wir jetzt auch. Also, celebrate. Ja, wir fangen an mit einem Fischburger. So, ja, genau. Das ist, ich weiß einfach mal ab hier. Das ist jedenfalls dick. Ja. Denn wenn man hier eins essen muss, ist das alles, was aus dem Meer kommt. Gut. So. So. Nach dem Fischburger, der sehr lecker war, gibt es jetzt erstmal ein Kaffee. Cappuccino. Oder? Okay. Bei Heiß und ganz viel Schaum. Savory Sailor. Und danach wird weiter gegessen. Und jeder will Schmidi Hallo sagen. Thank you.
Birthday Update. Wie man sieht, sind wir nicht mehr in der Stadt. Lüneburg ist jetzt nicht besonders groß. Wir haben da eigentlich das meiste gesehen und eigentlich war ja der Plan, dass wir viel essen. Aber, ich weiß auch, Kuchen. Aber nach dem Fischburger und einem Cappuccino haben wir gedacht, ja, irgendwie. Irgendwie sind wir schon satt. Ja, wollen wir auf jeden Fall heute Abend Lobster essen, weil Lobster ist hier das Ding. Bester Lobster auf der Welt. Und ja, wenn wir jetzt zwischendurch was gegessen hätten, wäre es für mich kein Problem gewesen, aber Melli hätte dann wahrscheinlich nicht mehr so viel essen können. Und wir wollen ja den Lobster genießen. Und ja, die Stadt war recht warm und Schmidli natürlich dann auch anstrengend. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt mal raus und wir haben hier nur 12 Minuten Fahrt hingebracht. Wir haben ein bisschen geguckt, ob es hier Strände in der Nähe gibt. Und die Fahrt hier hin war schon super schön. Also wir sind die ganze Zeit am Wasser lang gefahren, das ist quasi eine kleine Halbinsel auch. Hier über Lüneburg und jetzt sind andere Menschen, aber es geht immer noch, also man hat genug Privatsphäre und ja, jetzt können wir richtig entspannen. Schmidt konnte sich im Wasser abkühlen, wir können uns entspannen und wie gesagt, wir haben Kuchen, mehr brauchen wir nicht. Dreimal dürft ihr raten, was wir essen. Mit Anleitung. Und es ist Werners erster Lobster. Hast du schon Angst? Keine Frise, Schatz. Keine Frise. Und genau, da kommt das süße Lätzchen. Muss mal um. Sicherheitsweste. Ja. Schon Hunger? Yes. Weißt du schon, wie du es machst? Ja, habe ich schon studiert. Ich muss gestehen, bisher hat meine beste Freundin immer für mich gepoolt. Passt jetzt auch zum ersten Mal. So hoch, aber hoch rüber, ja. So, Lobster besiegt. Hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Interessant auf jeden Fall und lecker, richtig lecker. Ich hätte nicht gedacht, hätte gut geschmeckt. Das war mein erster Lobster ever. Es war aber auch eine Schälerei hier. Das ist schon ein ziemliches Handwerk und eine Schweinerei, aber ich esse ja immer am liebsten. Ne? Ich sage mal, essen muss eine Schweinerei. Deswegen trägt er seinen Latz auch noch, er hofft, dass er es mitnehmen kann. Das verstehe ich. Du hast dann die ganze Zeit daran abgeschmiert. Ich mache mein Hemd auf und mache es darüber wieder zu. So, in dem Sinne, wir verabschieden uns für heute. Thank you.
bei uns ist ein bisschen was passiert die letzten Tage. Zum einen hatte ich ja Geburtstag, wie ihr gerade sehen konntet. Also ich bin wieder älter geworden. Man sieht, nein, ich sehe so aus wie gestern. Aber wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag in Lüneburg mit Hummeressen, Strand und alles. Erster Hummer. Toll. Ja, das war lustig. Also wir hatten Spaß, wie ihr sehen konntet. Und genau, da hatten wir auch tatsächlich auch noch schönes Wetter. Den Tag danach hatten wir auch noch schönes Wetter. Das ist dann aber ruckartig. Hat sich das gewechselt, das ist sowieso super neblig hier an der Küste und jetzt ist da aber auch noch so ein bisschen Regen zugekommen, es ist feucht, die haben irgendwie gefühlte, na jetzt heute geht es eigentlich, aber so 16, 17, 18 Grad, also wir hoffen auf den Sommer, naja. Ja, wir hatten trotzdem ein paar schöne Tage gehabt zwischendurch, waren im Nationalpark Kejimkujik, haben da Schildkröten gesehen und Bären und immer wieder ein paar Rehe und Robben. Das war richtig cool und jetzt sind wir inzwischen in Yarmouth angekommen, das ist hier eine also eine größere Stadt in der Gegend, aber auch wie alle anderen so ein Fischerort, wie man sieht. Und sehr neblig, auch wie man sehen kann. Genau. Aber wir dachten, wir filmen heute mal wieder und nehmen euch mit, denn wir treffen uns heute mit John und Nancy. Die kennt ihr ja schon, die haben uns ja schon mal ein paar Mal geholfen. Und ja, die haben nämlich was für uns und da wollen wir euch gerne mal mitnehmen, was das denn ist. Spannung. Yarmouth war ganz schön und wir sind jetzt aber ein bisschen weiter gefahren. Aber oh, jetzt Frühstück, das machen wir hier an diesem wunderschönen Strand. Ist das nicht schön? Danach machen wir schon noch einen kleinen Spaziergang. Ne, Schatz? Ist das nicht schön? The rain streak down our window. We never dreamed it'd get this bad. Like a fool, I assumed our troubles would just dissipate. Why do we wait to change until it's too late? We're a cauldron on the fire, ready to erupt, with the blood moon sinking over us. But it ain't over till it's over. Cut the darkness with a flame. A single word can bring you closer. Break the silence with a whisper. There comes a swift and gentle aid. Thank you.
Yes. Thank you. So, too excited now. Big moment. Uh-huh. You're official. Yeah. We're legal. Yeah, you're legal. That's yeah, right. You're legal. Legal. Tight? Yeah, it's a little bit flappy. Yeah. Well, I don't have two bolts. Yeah. Should be okay, right? Yeah. Because there are no bolts. But it's tight, eh? Yeah, it's tight enough. I have a tool. If it gets loose, I can. Okay. The good side. Schmidt. Yeah, that's thank good. You so much. Oh, so lying. Fresh and clean. Kleiner Side-Fact, wir stehen hier vor der größten Hütte Nordamerika. So ist es. Mal so ganz by the way. Die müsste allerdings renoviert werden für 1,5 Millionen Dollar. Ja. Also wenn jemand genug Taschengeld hat, 1 Million Euro roundabout. Ja, aber das Highlight ist natürlich hier. Ja, das ist jetzt echt richtig geil, weil das hat halt so einen enormen Zeitdruck gemacht, weil man wusste, man muss 3.7. wieder in Montreal sein und dieses Schild da abholen, weil diese vorübergehende Plakette hier, die jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen wie heißt das? Tauwasser, Spitzwasser. Richtig wabbelig geworden ist und das ist auch immer schon abgefallen. Die ist aber nur noch bis zum 3.7. gültig gewesen. Und jetzt dürfen wir legal fahren. Let's go. Wir haben Post bekommen von John und Nancy. Die Sache war nämlich, wir mussten irgendwo unsere Adresse angeben, eine kanadische Adresse, und dafür hatten wir die von unserem ersten Airbnb in Montreal genommen. Und da ist dann quasi unsere ganze Post auch hingegangen und vor allem sind da auch unsere Kennzeichen hingeschickt worden. Wir hatten bis jetzt immer nur so ein Übergangskennzeichen aus Papier. So, ja, gut. Bye bye. Tschüss. Und spätestens am 3. Juli müssen wir die echten Plaketten dran machen. Heute ist der 30. Juni, also in 3 Tagen wäre es soweit gewesen. Und wir hätten es in 3 Tagen niemals bis nach Montreal geschafft. In 3 Tagen hätten wir es nie nach Montreal geschafft, beziehungsweise hätten wir uns ziemlich sputen müssen und das wollten wir nicht, weil wir noch so früh hier sehen wollen. Und da hatten John und Nancy angeboten, dass wir die Post zu ihnen schicken, inklusive Kennzeichen, und hat alles geklappt. Jetzt haben wir die Kennzeichen und jetzt haben wir endlich unsere richtigen Kennzeichen. Richtig geil, haben wir jetzt auch von hinten angebracht. Guten Morgen und Happy Canada Day! Wir haben heute den 1. Juli, weshalb wir hier gestern auch noch weitergefahren sind, nachdem wir uns mit John und Nancy getroffen haben. Weil wir sind jetzt in Halifax. Ich weiß nicht, ob man das da hinten erkennt. Es ist sehr, sehr neblig. Aber wir haben hier direkt bei der Zitadelle übernachtet. Und heute ist das auch frei, das Parken hier komplett in der Stadt. Und das Museum of Immigration ist frei. Die Zitadelle ist kostenfrei. Und die haben hier heute Feuerwerk und Live-Musik und ja, wir haben richtig Bock und deswegen starten wir mit der Zitadelle. Wir sind jetzt hier gerade in der Zitadelle und hier ist richtig Action. Es sind ganz viele verkleidete, ich weiß nicht, Kanadier. In ihrer traditionellen Uniform. Und jetzt wird hier ein bisschen Dudelsack gespielt, also schottischer Flair. Und alles im Nebel gehaucht, aber es macht es irgendwie ganz interessant. Geil. Nachhinein ranzoomen.
good old fashioned. Oh, Canada. Kuchen so. For free! Wurde hier gerade das Kuchenbuffet eröffnet und wir standen direkt an erster Reihe. Ja. Und gesehen habe, dass sie einen Kuchen rausbringen, habe ich mich direkt davor gestellt. Man denkt einfach, dieses Land kann nicht freundlicher werden, aber dann setzen sie immer noch einen oben drauf. Das ist unfassbar. Stehen die hier gerade und singen die Nationalhymne, verteilen umsonst Kuchen und alle nett. Bevor es Kuchen geht, müssen alle einmal die Nationalhymne singen und dann hat er die angestimmt. Wir konnten natürlich nicht mitsingen, aber wir haben immer so getan. So, schmeckt. So, wir müssen jetzt essen. Wir haben uns jetzt nochmal kurz frisch gemacht. Und ja, gehen gleich mal zur Waterfront, wo da sind ein paar Bühnen aufgebaut und ich hoffe, da gibt es auch was zu essen. Da wollen wir dann frühstücken. Es ist immer noch super neblig. Heute Abend soll ja eigentlich so ein geiles Feuerwerk stattfinden. Ich weiß auch nicht, ob das was wird. Schauen wir mal. Wir waren im Premium-Parkplatz hier abgestaubt, direkt downtown. Und alle suchen hier nach Park. Okay. Gesehen habe, war da sehr viel los unten am Pier und sehr viele Menschen und ja, wenn da mal ein Hund zwischendurch kam, dann hat Schmidt die mal ein bisschen angebellt, deswegen lief es nicht so gut, deswegen sind wir schnell wieder raus aus der Menschenmasse, das war auch für uns ein bisschen zu viel und wollten den Schmidt zum Auto bringen und auf dem Weg haben wir aber diesen Irish Pub hier gesehen und jetzt frühstücken wir erstmal was um 2:15, wir haben noch nichts gegessen, richtig Hunger, haben jetzt Fish and Chips bestellt und solche Waffeln. Schön deftig. Ja, genau. Aber hier ist auf jeden Fall entspannter und wir haben Hunger. Video? Ja? Sag mir mal was. Hey, lass einfach essen, oder? Guten Appetit. Guten Appetit. So, was gibt's? Was ist ehrlich gesagt? Crispy Chicken Popcorn, irgendwie so. Popcorn Chicken, ja. Und irgendeine selbstgemachte Maple, Spicy Maple Sirup oder. Schmeckt. Sehr lecker. Und mit Waffel und Ei. Oh, hier ist klassisch Fish and Chips. Oh, lecker. Oh, lecker. Hm, doch, so gib her. Oh, schmeckt echt wieder gut. Ich dachte, du sagst jetzt was. Achso. Rico koordiniert. Wir stehen hier gerade vor dem Museum of Immigration, das wo der Eintritt kostenfrei ist und dazu. Komisch, um 19 Uhr, schon geschlossen. Wir haben Mittagsschläfchen gemacht, wahrscheinlich ein bisschen zu lang.
Wir hätten das jetzt eigentlich auch gar nicht auf unserer Liste gehabt, aber weil es kostenfrei ist, hätte man es natürlich mitgenommen. Gerade weil hier so eine schicke alte Canadian National Rail Bahn steht. Naja, das war's halt erstmal wieder mit Kultur. Weil wir haben, also ich vor allem, habe so ein bisschen Bedürfnis, Kultur nachzuholen. Das haben wir so ein bisschen versäumt. Ja. Ich bin auch ganz traurig darüber, dass es schon zu ist. Ja, und eigentlich wollten wir noch zum Museum, zum Martin-Museum. Ja. Weil da Teile von der Titanic liegen, das ist natürlich schon richtig cool. Und das ist auch hier in Halifax. Aber ich denke mal, da werden wir nicht mehr hingehen. Das ist wahrscheinlich auch schon zu. Wir wollen heute Abend weiterfahren, denn das Feuerwerk, was heute Abend stattfinden soll, fällt aus angeblich. Fällt auch aus. Haben wir von das zumindest von jemand gesagt. Ich glaube, Nebel. Kann sein, dass er mich verarscht hat, dann wäre es geil von ihm. Aber ne, es fällt wohl aus. Das findet jetzt morgen statt. Mal sehen. Ja, also genau. Also. Heute ist das, diese Flugzeuge sind ausgefallen, das Feuerwerk fällt aus und Museum fällt für uns aus, weil wir doof sind. Wegen des Nebels. Aber trotzdem cool, hier die Partystimmung eingefangen. Hier ist noch mal richtig viel los. Ja, das stimmt. Und wir suchen uns jetzt noch mal irgendwas zu essen wahrscheinlich. So. Wir haben uns jetzt noch was zu essen geholt, richtig schöne Fischtacos und ein bisschen Pommes dazu. Und ja, wie gesagt, das Feuerwerk fällt leider aus. Wir sind jetzt nochmal hier an der Waterfront lang gegangen und hier ist immer noch richtig Stimmung und richtig cool. Richtig Spaß gemacht. Mal was ganz anderes als die ruhigen Tage davor. Aber ja, das Feuerwerk ausfällt, fahren wir jetzt wahrscheinlich dann danach weiter. Und ja, jetzt erstmal guten Appetit. Moin. Ja, wir sind gestern Abend noch nach Peggy's Cove gefahren. Das war ziemlich anstrengend, weil es nebelig war und schon dunkel war. Und ja, sind dann ziemlich fertig hier angekommen gegen 10 und haben deswegen auch nicht mehr gedreht. Aber wir wollen uns verabschieden für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen oder könnt ihr auch mal schreiben, wie euch die Folge so gefallen hat. Dass wir ein bisschen Feedback bekommen. Ansonsten, ja, bis nächste Woche und wir freuen uns. Haut rein!